Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Werkzeug TV. Wir sind heute in unserem schönen Knipex-Studio und zu Gast bei mir ist Jürgen Steinauer, Leiter Produktmanagement im Hause Knipex. Hallo Herr Steinauer. Guten Tag Herr Wolf. Wir sitzen heute mal, denn wir werden unsere ganze Energie benötigen. Es geht nämlich um ein sehr komplexes Thema, um die Welt der Kabel. Abisolieren, krimpen, alles was dazugehört. Sie haben ja vorhin erzählt, das treibt so manchen Außendienstlern immer mal ganz gerne die Schweißperlen auf die Stirn. Warum eigentlich? Das liegt wohl daran, dass durch die Kabel halt Strom geschickt wird. Und dieser Strom, der kann, wenn man da etwas falsch macht mit diesen Kabeln, auch gefährlich werden. Und deswegen lassen die Leute gern die Finger davon, weil sie die Verantwortung scheuen, da etwas falsch zu machen. Aber so komplex ist das gar nicht. Das folgt alles ganz festen Regeln und die sind recht überschaubar. Okay, also ich bin auch noch absolut jungfräulich bei diesem Thema. Wir werden uns jetzt mal gemeinsam rantrauen. Wir haben hier ein Bündel Kabel vor uns liegen und eine passende Abisolierzange. Ja, und dazu können wir nun Folgendes sagen. Es ist mit diversen Abisolierwerkzeugen nötig, diese immer exakt auf genau so ein Kabel abzustimmen und dann dieses Kabel abzuisolieren. Das funktioniert tadellos, ist aber recht zeitaufwendig. Es gibt einen einfacheren Weg. Der einfache Weg ist eine universelle Abisolierzange. Die Multistrip aus dem Hause Knipex. Hier haben wir die Multistrip aus dem Hause Knipex. Die heißt Multistrip, weil sie Multikabel, also viele Kabel abisolieren kann, abstrippen kann und sie kann von 0,03, das ist ein winzig kleines Kabel, bis hin zu 10 Quadratmillimeter, das ist schon ein ziemlich dickes Kabel, abisolieren. Und das alles ohne irgendetwas einzustellen, zu verstellen, macht die Zange von selbst. Ich nehme die Zange, lege das Kabel ein, drücke die Griffe der Zange zusammen und habe hier in dem Fall eine dicke Isolation abisoliert. Und im Falle eines sehr kleinen Kabels ist der Vorgang überhaupt nicht anders. Ich lege dieses Kabel ein, drücke die Zangengriffe zu und habe dann meine Litzen sauber freigelegt. Bei den anderen Zangen muss man das noch manuell einstellen mit den Rädchen, mit der Dicke von den Kabeln. Das passiert hier alles ganz automatisch? Das passiert hier alles vollautomatisch. Wir haben in dieser Zange ein patentiertes Anpasssystem, was die Messer, die in die Isolierung eingreifen und sie packen, um sie abzureißen, automatisch auf die richtige Tiefe für das Kabel einstellt. Deswegen muss man hier überhaupt nichts mehr manuell einstellen. Mhm. Das geht vollautomatisch und ist damit sicher. Da braucht man sich keine Gedanken drum zu machen, da braucht man keine Angst vor zu haben. Wunderbar. Also der erste Schritt ist getan. Abisoliert haben wir. Jetzt geht's ans Krimpen. Da gibt's ganz generell zwei unterschiedliche Methoden. Einmal die Ader-Endhülsen hier und die Kabelschuhe auf der anderen Seite. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Ader-Endhülsen an. Die werden dazu benutzt, um die Kabel an einen vorhandenen Stecker anzuschließen. Genau, und damit sich bei diesem Anschließen an einen vorhandenen Stecker, wenn man jetzt dieses Kabel in den Stecker einführt, nicht die Litzen auseinanderdrücken und dann welche daneben schieben, die dann vielleicht einen Kurzschluss verursachen oder aus der Anschlussstelle rausstehen, macht man auf diese Kabelenden eine Ader-Endhülse. Früher hat man die Kabelenden verlötet, das war sehr zeitaufwendig. Ich habe mal passende Kabel vorbereitet für diese kleinen Ader-Endhülsen. Man schiebt also die Ader-Endhülse, Entschuldigung, auf das Kabelende auf und legt sie nun in eine Krimpzange in ein Quetschgesenk ein. Diese Krimpzange hat verschiedene Quetschgesenke für verschiedene Querschnitte. Ja. Sehen Sie, die sind gekennzeichnet auf der Seite. Und ich lege das jetzt bei 2,5 Quadratmillimeter ein, drücke die Krimpzange zu. Am Ende des Vorgangs öffnet sich die Zange wieder und ich habe eine Hülse fest auf diesen Leiter gepresst. Und diese gepresste Hülse stecke ich jetzt in eine Schraubklemme, in eine Federklemme oder in eine Lüsterklemme. Irgendwo, wo ich mit einer Schraube oder mit einer Feder meinen Anschluss festhalte. Jetzt haben wir hier aber drei verschiedene liegen. Sie haben es gerade schon gesagt, mit der geht man von der Seite rein. Es gibt aber auch welche, die gehen frontal rein. Genau, wenn ich also meine Arbeit an einem Schaltschrank zu erledigen habe, wo üblicherweise die Kabel aus dem Schaltschrank auf mich zukommen, dann ist es günstig, wenn ich auch eine Zange habe, in die ich meine Ader-Endhülse und mein Kabel von vorne einführe. Ich stecke also jetzt die Ader-Endhülse wieder auf das Kabel. Wir stellen uns vor, das kommt aus dem Schaltschrank auf mich zu. Ich nehme diese Ader-Endhülsen-Krimpzange mit Fronteinführung, stecke diese Ader-Endhülse von vorn in diese Zange hinein und mache wieder das Gleiche. Ich drücke zu, ich höre, ich habe einen Ratschmechanismus und zwischendurch, wenn ich aufhöre, springt die Zange nicht wieder auf. Die geht nicht auf, genau. Ich muss also immer bis zum Ende durchdrücken, damit ich auch immer einen kontrollierten Krimpdruck habe.
So, und jetzt habe ich also hier eine Ader-Endhülse gepresst auf dieses Kabelende mit einer Zange für Fronteinführung. Mhm. Herr Steiner, Sie haben uns auch noch ein drittes Exemplar mitgebracht. Das ist, glaube ich, auch wieder ein seitlicher Einzug. Ja, das ist also auch wieder eine automatische Krimpzange für Ader-Endhülsen, bei der Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, in welcher Krimpstelle muss ich denn jetzt meine Ader-Endhülse und mein Kabel einlegen. Mhm. Sie legen es einfach da rein und drücken gleich, welchen Querschnitt Sie haben, natürlich im Kapazitätsbereich dieser Zange. Also ich habe hier jetzt nochmal eine Ader-Endhülse aufgesteckt. Sie legen die Ader-Endhülse ein in diese Zange und pressen durch und am Ende des Pressvorgangs haben Sie wieder einen quadratischen Grimp für eine Ader-Endhülsenzange. Egal welche Größe, da muss man nicht mehr extra einlegen. Das ist bei dieser Zange übrigens genauso. Ist bei der Zange genauso. Also alles im Querschnittsbereich von 0,08 bis 10 Quadratmillimeter, bei der sogar bis 16 Quadratmillimeter, ist alles abgedeckt. Können Sie damit krimpen. Auch Twin-Ader-Endhülsen, das sind Ader-Endhülsen, in die zwei Drähte eingeführt werden. Und da haben Sie dann Übergangsprobleme. Wenn Sie zweimal 2,5 Quadrat krimpen, haben Sie 5 Quadrat. 5 Quadrat passt aber nicht in den Krimpnest für 6 Quadrat und auch nicht in eins für 4 Quadrat. Dann müssten Sie eine extra Zange haben. Das brauchen Sie bei den automatischen alles nicht. Ja, wir haben ja gesagt, es ist komplex und es wird sogar noch komplexer, denn hier ist die Vielfalt noch ein wenig größer. Erklären Sie doch mal genau, wofür sind die jetzt im Gegensatz zu den Ader-Endhülsen? Ja, die Ader-Endhülsen, die führen Sie in eine Pressstelle ein, wo mittels einer Schraube oder einer Feder Ihr Draht festgehalten wird. Diese Kabelschuhe oder Stecker, die verbinden Sie mit irgendeiner Stelle, wo jetzt in diesem Fall eine Schraubverbindung vorgesehen ist, um dieses Kabelende irgendwo an ein Gehäuse zum Beispiel anzuschrauben. Oder Sie haben hier vorne einen Stecker als Ende von diesem Teil, was Sie auf das Kabel krimpen. Und diesen Stecker stecken Sie in irgendeine vorbereitete Stelle rein. Das kann eine abgedichtete Verbindung sein oder nicht, aber es ist im Grunde genommen gar nicht so schwierig, weil es gibt an diesem Ende des Steckers sehr viele Variationen, aber an diesem Ende des Steckers gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Variationen. Okay, das heißt, was für ein Werkzeug nehmen wir dafür? Wir nehmen dafür eine Krimpzange. Zum Beispiel könnten wir diese Krimpzange aus der Serie der Preziforce Krimpzangen nehmen. Das ist eine kleine handliche Zange mit einem vormontierten Gesenk. Hier ist jetzt das Gesenk drin für diese isolierten Kabelschuhe. Mhm. Ich stecke mein Kabel in diesen Kabelschuh, öffne die Zange, lege diesen Kabelschuh in dieses Gesenk ein und presse an der Stelle, wo das Gesenk blau gekennzeichnet ist, auch den blauen Kabelschuh. Ja. Und wenn ich die Zange durchgedrückt habe, habe ich hier eine vernünftige Verbindung, wo ich hier vorne den Leiter mit dem Metall des Steckers verbunden habe und hier hinten noch eine Krimpverbindung gemacht habe, die das Ausknicken des Kabels verhindert. Okay, also ist sogar farblich gekennzeichnet? Ist farblich gekennzeichnet, dass Sie sich nicht vertun können. Das ist also eine recht einfache, übersichtliche Geschichte. Ja, diese Zangenserie gibt es mit 7 verschiedenen vormontierten, festmontierten Krimpgesenken für 7 verschiedene Stecker hier hinten. Wenn ich jetzt Handwerker bin und noch nicht genau weiß, was kommt auf mich zu, was für eine Endung, was für Kabelarten, es gibt hier 100 verschiedene Kabelarten, noch mehr verschiedene Krimpstationen, sage ich jetzt mal, dann habe ich hier den Allrounder. Das heißt, ich brauche nicht mehr das mitnehmen, das mitnehmen, das mitnehmen, das mitnehmen, sondern ich habe hier sozusagen ein Allround-Talent, was an jede Andockstation passt. Stimmt. Sie haben also hier eine kleine Systemzange aufgegriffen von der Firma Kniepex, die Multicrimp. Und die Multicrimp kommt als leere Zange mit einem Magazin von Gesenken. In diesem Fall haben wir hier 5 Gesenke drin. Und diese 5 Gesenke kann ich also relativ einfach in diese Zange einwechseln. Das heißt, wenn ich irgendwo zu einem Reparaturvorgang gehe und nicht weiß, was auf mich zukommt, dann habe ich hier mit einer Zange 5 Krimpmöglichkeiten dabei. Mhm. Sonst müsste ich 5 Zangen mitnehmen, wenn ich diese Preziforce wählen würde, die da links von Ihnen liegt. Wenn ich jetzt weiß, was ich zu krimpen habe, dann suche ich das entsprechende Krimpgesenk in diesem Magazin. Wenn ich also wieder die Stecker nehme, die wir eben schon mal hatten, das sind die
isolierten Kabelschuhe. Das Gesenk ist hier. Da ist auch am Ende noch so ein Symbol aufgelasert, dass Sie das leicht auffinden können. Mhm. Sie schieben die Zange auf dieses Gesenk, entriegeln die Position. Hier ist so eine Verriegelung, dass die Gesenke da nicht rausfallen. Und dann entsperren Sie diese Position, nehmen diesen Positionierhebel weg und haben jetzt eine Krimpzange für diese Art von Steckern, die wir eben verkrimpt haben. Genau, man sieht es hier wieder. Hier ist wieder das blaue Symbol, was Sie sozusagen auch schon hier hatten. Also das ist sozusagen dieselbe Zange und Sie haben sogar noch vier andere Zangen dabei. Genau, Sie haben aber auch noch vier andere Zangen dabei. Sollte es eine andere Krimpaufgabe sein, dann nehmen Sie ein anderes Gesenk. Zum Beispiel können wir zu dem zurückkehren, was wir ganz am Anfang getan haben, nämlich Ader-Endhülsen krimpen. Das geht auch mit dieser Zange. Sie suchen das Gesenk für Ader-Endhülsen, das ist dieses da, schieben die Zange drauf, entriegeln die Position, entsperren das Gesenk, haben eine Ader-Endhülsen-Zange. Und dann würde es und hier wieder passen. Jetzt würden Sie wieder genauso, wie wir das am Anfang gemacht haben, sehen Sie, da war so ein abgespleister Leiter, das ist nicht so gut, wenn man sowas hat, und würden also jetzt hier wieder ganz normal ihren Krimpvorgang durchführen. Mhm. Ader-Endhülse eingelegt, Zange geschlossen und Sie haben eine Ader-Endhülse mit 2,5 Quadrat gekrimmt. Okay, wunderbar. Hier haben Sie uns noch was ganz Exotisches mitgebracht. Das ist, glaube ich, aus der Automobilbranche sozusagen. Ja, das ist unsere Geheimwaffe, wenn es darum geht, irgendwelche außergewöhnlichen Krimpaufgaben zu lösen. Für diese Systemzange, in der man sehr einfach diese Gesenke wechseln kann, haben wir in der Zwischenzeit über 1000 verschiedene Krimpgesenke gemacht. Das sind also die ganzen verschiedenen Anschlussmöglichkeiten mit Dichtungen, ohne Dichtungen, Rollkrims auf die Zangen, Krims, wo die Metallteile überlappen bei der Kabeleinführung und so weiter. Es gibt sehr viele Krimpaufgaben. Hier, das ist nicht sehr exotisch, das ist eigentlich noch recht normal. Hier ist ein Krimpgesenk für Zündkerzenstecker installiert in dieser Zange jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und diese Möglichkeiten haben wir alle mit dieser Systemzange. Mhm. Voraussetzung ist, dass man immer die Gesenke den Krimpaufgaben genau zuordnet. Und dazu bieten wir folgenden Service an. Wenn jemand eine Krimpaufgabe hat und weiß nicht genau, welches Gesenk, was Kniepex da im Katalog hat, könnte denn dafür passen, dann bieten wir an, schicken Sie uns doch bitte den Stecker und ein Stückchen Kabel dazu und dann sagen wir Ihnen, welches Gesenk passt. Das ist gut. Also wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, dann schicke ich es ein und Stecker Sie sagen und Kabel mir sozusagen die Lösung. Genau, Stecker und Kabel schicken und wir sagen, Sie brauchen das Gesenk Nummer so und so. Okay, also wir haben ja gehört, es hört oftmals auf im Verkaufsgespräch bei sowas hier, ja? Weil das Krimpen ist schon eine, man merkt es auch im Gespräch, ist schon eine etwas komplexe Angelegenheit, aber an sich ist es gar nicht so schwer. Ich habe es jetzt relativ gut verstanden. Bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Steinauer, dass Sie da waren. Gerne. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei der nächsten Ausgabe von Werkzeug TV wiedersehen. Bis dann.